Sie sind hier, 28. Juli 2018, 17.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Mesut Özil, 2. VR gibt dem Schiedsrichter ein Autogramm auf dessen gelber Karte Urheberrecht International Champions Cup Singapur. Vor dem Duell zwischen Arsenal und PSG bittet der Referee Mesut Özil um ein Autogramm auf seiner gelben Karte. Es ist nicht der einzige kuriose Zwischenfall. Mesut Manja in Singapur. Mesut Özil hat bei seinem ersten Auftritt seit seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft alle Blicke auf sich gezogen. Der Mittelfeldstar führte den FC Arsenal beim Testspiel im International Champions Cup gegen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain als Kapitän aufs Feld und glänzte beim 5:1, 1:0 als Torschütze. Nicht nur die Fans feierten ihn. Sogar der Schiedsrichter der Partie teilte die Euphorie um den 29-Jährigen und bat ihn um noch vor dem Anpfiff um ein Autogramm auf seiner gelben Karte. Özil kam dem Wunsch des Referees mit einem verdutzten Lächeln nach. Kameras hielten den kuriosen Zwischenfall fest. twitter.com/fxdorf/status/1023175732387427472 Es war nicht der einzige. Die Seitenwahl lief skurril ab. Der Schiedsrichter warf nicht wie üblich mit einer Wahlmünze, sondern mit einer Kreditkarte. Ein inszenierter Marketing-Gig, schließlich wird der International Champions Cup von dem Kreditkartenkonzern UnionPay international gesponsert. twitter.com/status/1023172857589748531 Ich bin stolz, heute Kapitän gewesen zu sein. Es war ein guter Sieg und wieder eine fantastische Unterstützung hier in Singapur, twitterte der gefeierte Özil nach dem Abpfiff. Der Weltmeister von 2014 erzielte das Führungstor der Gunners in der 13. Minute, Alexandre Lacazette mit einem Doppelpack, 67. 71. Orb Holding, 88. und Eddie Kiesche, 90. 4 schossen beim International Champions Cup ICC die weiteren Treffer für Arsenal. Christopher Nkunku traf für das von Thomas Tuchel trainierte Paris per Foul Elfmeter, 60. zum 1:1. Özil wurde wie der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi in der 63. Spielminute ausgewechselt. Nationaltorhüter Bernd Leno, der ebenfalls in der Startelf stand, spielte eine Halbzeit. Nationalspieler Julian Draxler kam bei PSG genauso wie Torhüter Kevin Trapp nicht zum Einsatz. International Champions Cup Manchester United vs. FC Liverpool und FC Bayern gegen Manchester City heute ab 23 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream. Lesen Sie auch: Özil glänzt bei Arsenals Gala gegen Tuchel. Leno im Tor, Özil als Leader, das sind die neuen Gunners.